So Leute, wir kommen heute. Heute sind wir an der Havel, was ganz Besonderes. Früher eigentlich war ich fast nur auf der Havel unterwegs in Berlin. Also ein bisschen back to the roots hier in Berlin. Das ist eigentlich ein richtig, richtig geiles Gewässer. Im Sommer, Mitte Sommer, nicht unbedingt der einfachste Gewässer. Zu diesem Zeitpunkt gibt es mehr schöne Barsche. Also vielleicht würden wir einen schönen Barsch heute überlisten. Rapfen gibt auch natürlich zu dieser Jahreszeit. Also wir versuchen erstmal auf schöne Barsche und Rapfen erstmal. Und in der Dämmerung später würden wir ein bisschen versuchen auf Zander. Ist wirklich nicht die einfachste Zeit dafür. Aber auf diese Gewässer weiß man auch nie, was man fangen kann. Also es gibt alles zu fangen. Ist einfach, man muss natürlich ein bisschen suchen und Fische finden. Aber wie gesagt, ich habe hier früher ziemlich viel geangelt und deswegen denke ich, unsere Chancen stehen gar nicht so schlecht heute. Mit aufs Boot natürlich immer Toni, steht hinter der Kamera momentan. Tagchen. Und Thomas auch mit dabei. Grüß euch. Eine Never-Ending-Story mit ihm hier. Never-Ending-Story. Ja, also irgendwie reingeschlichen hier. Jetzt haben wir festgestellt, dass Thomas hat auch ein Boot gekauft, ja. Und das Boot liegt schon an der Havel. Und Thomas wird immer mehr und mehr unser Freund. Ja, also ganz ehrlich, so eine geile Angebot kann man nicht nein sagen. So Leute, ich hoffe, es macht euch Spaß heute. Wir müssen uns ein bisschen jetzt suchen, die ersten Fische und erste Stellen suchen. Wir melden uns bald. Bis gleich. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So, erster Fisch des Tages. Kein Riese. Aber immerhin, haben die ganze Zeit schon gute Nachläufer gehabt. Die Leine hat jetzt ein bisschen kleinere in mir geschnappt. Aber Zielfisch erreicht erstmal. Jetzt arbeiten wir an der Größe. Herrliche Atmosphäre hier unter der Heerstraße. Immer wieder ein Träumchen. Aber so kann man wenigstens laut sein, ohne die Fische zu verjagen. Thomas, da ist der nächste Barsch. Schön, Thomas. Den Petri Thomas. Petri, dank. Petri Thomas. Petri on. Right up. Daniel. So, ich habe mich jetzt auch entschneidet. Zielfisch schon gekriegt. Mutti, oder? Schöne Mutti. Daniel. Jo. Erste kleine Pause. Cookies, ja, Mann. Oder Chocolate Mango? Zeit für ein schönes Eis. Cookie, my boy. Zack. So, danke, Florida Eis. So, ich gönne mir mal Himbeer-Zitrone. Was Erfrischendes. Ich habe mich ein bisschen warm angezogen, muss ich sagen, aus Angst vor den Mücken heute Abend. Und deswegen kühle ich mich jetzt von innen, sozusagen. Und ach so, falls ihr euch wundert, was das für eine Cappy hier ist, die gibt es ab sofort auch bei uns im Shop. Falls ihr Interesse habt, nur zu, sage ich mal. Petri, geil. Stelle gewechselt. Ich habe gerade gesagt, der ist eigentlich eine ziemlich gute Stelle auch auf Hecht. Und jetzt ist irgendwas eingestiegen. Ein Hecht. Ah ja, so groß ist er. Na. Oh, aber er zieht schon, ne? Ja. Hast du die ist der Unterschied, Leute? Havelhechte haben gut Power. Er ist in der Strömung. Echt mega Power für so einen kleinen Hecht. Ja. So. Petri, my boy. Petri. Schön, schön, schön. Oh, ist gar nicht so klein. Petri Thomas! Petri, dank! Ich würde behaupten, es hat was mit der Cap zu tun. Ich glaube auch. Du hast noch nie auf der Havel einen fucking Hecht gefangen. Nee, the fucking Entjungferung. Darf ich schon mal den Maßband? Ja, 60. 60er Hecht. 60er Hecht. Schön. Super, super Hecht von Thomas gefangen. Er hat mir richtig schön den Finger abgeschnitten jetzt, ja. Aber
toller Hecht, der hat richtig Power gezeigt. Ja, guter Fisch, Thomas. In der Havel geht's ab hier. Nächstes Mal kannst du selber enthaken. Guck mal meinen Finger hier an. I'm sorry for that. Ja, Mann. So, wir werden ihn schnell mal releasen. Schöner Havelhecht, darf wieder schwimmen. Zack! Der hat Kurbeln. Wollt ihr jetzt ein paar Barsche jetzt holen, ne? Ja, hatte geklappt. Na, jetzt langsam läuft, Mann. Ja. Thomas, du bist hier Topscorer-Boy. Ja, muss ja auch mal sein. Ja, muss auch mal sein. Na, muss nicht, aber kann. Jetzt habe ich zum Crankbait gewechselt. Dachte, ein Crankbait könnte was bringen. Leider hat sich die Größe nicht wirklich verbessert. Aber immerhin hat es was gebracht. Kleiner Barsch. Hoffentlich seine Mutter schwimmt irgendwo rum. Feeling the sunshine once again. So Leute, wir sind jetzt in der Dämmerung hier. Wir wollten jetzt ein bisschen auf Zander versuchen. Thomas hat jetzt der erste Biss bekommen. Oder ist es Fisch? Oder ist es Kraut? Nee, es ist Fisch, es ist Fisch, es ist Fisch. Was? Fisch und Kraut. Nee. Wo soll da ein Fisch sein? Oh, Thomas. Fuck. I'm sorry. Aber es war wirklich... Guck mal, was ist das? Thomas hat... Fuck, es war wie so ein Bomb... Eine Tüte, oder? Ja. Oder ein T-Shirt. Und da vielleicht ist da ein Zander drin. In der Tüte. Mann, fuck, da war... Also Leute, da war riesen Spannung auf dem Boot. Wir haben jetzt gedacht, wir machen ein bisschen auf Zander. Ja, das hat Tock gemacht, der Tüte. Hat Tock gemacht? Thomas hat richtig gekämpft mit das Ding, hat doch eine Bremse gegangen. Ja. Und das ist die Ergebnis, Leute. Ja, ich fand. Also auf Zandersuche sind wir immer. Kescher ja. Habe ich schon. Mann, fucking fuck, wäre zu schön gewesen. Und die, nein, die Tüte releasen wir nicht. Wir sind ja ordentliche Engler. Genau. Fuck. Ah. Der nächste Wurf. Gut, dass du ihn nicht verloren hast, ja. Thomas. Mach langsam, warte. Aber wer? Thomas? Hat die Deichmann-Tüte in der Absinkphase zugeschlagen? Die hat in der Absinkphase, also knallhart, ist ihr raufgeknallt. Richtig eingesaugt, den Köder. Ja, richtig. Komplett voll inhaliert. Voll inhaliert. War es auf dem Boden? Ah, ich bin mir nicht sicher. Scheißegal, scheißegal, hol ihm einfach rein. Get him in the boat. So Leute, der Tag ist wirklich vorbei jetzt, ziemlich dunkel mittlerweile. Der Hauptziel heute war ein bisschen Barsch auf der Havel, hat echt Spaß gemacht, hat auch geklappt. Viele Barsche gefangen, leider der größte Barsch hat Thomas verloren.
Kann so passieren, ja. Besonders bei Thomas, aber ja, des Öfteren. Ja, wir gewöhnen uns langsam dran. Dafür hat Thomas aber einen schönen Hash gefangen. Immerhin. So ist sozusagen der Trostpreis. Richtig. Wir haben auch versucht auf Zander. Thomas dachte, er hat auch sogar den Hattrick gemacht. Barsch, Hecht und ein fetter Zander. Das wäre... Schöner Drill war das gewesen. Bremse gut losgegangen. Leider war das nur ein fetter Tüter am Ende. Welche Marke war das nochmal, Daniel? Das war vom... Deichmann. Vom Deichmann. Die fängt man ganz selten. Ganz selten. Die Tüte der 1000 Würfe. Ja, und sozusagen, ja. Also all in all eigentlich ein richtig geiler Tag, richtig geiler Abend auch. Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja. Bis bald, Leute. Tschüss. Tschüss.